Hallo miteinander und schön, dass ihr zuschaut. Wunderbar, dass ihr da seid. Heute, also bei dem Video, wo es um die Hochzeit von der Steffi und vom Simon geht, wo ich das Jahr begleiten durfte. Und ich möchte euch mit dem Video einfach nur ein paar Sachen näher bringen, wo ihr vielleicht sonst im Text oder auf den Bildern nicht seht. Ja, wenn ihr das Ganze auf dem Blog anschaut, wunderbar, dann könnt ihr unten noch Bilder noch etwas langsamer anschauen, als dass ich es euch hier zeige, weil ich will nicht zu lang machen, einfach eine kleine Übersicht geben, wie das Ganze, wie wir das Ganze gemacht haben. Und ja, also legen wir gerade mal los. Und zwar hat das Ganze angefangen, dass wir am Vormittag im Zimmer von der Braut abgemacht haben, wo sie sich dann schon parat gemacht hat mit ihren Kolleginnen, also mit ihren Trauzeuginnen. Sie hatte da mehrere Trauzeuginnen und das Coole ist auch da gewesen, ihre Mami hat sie da zum ersten Mal gesehen. Und so haben wir den Moment dann auch noch können gerade festhalten. Und es hat auch noch gerade ein paar Minuten Zeit gegeben, dass wir noch so ein kleines Mini-Shooting mit ihr gemacht haben. Wir hatten gerade so wunderbares Licht gehabt, so schönes, grosses Fensterlicht von der Seite durch die Vorhänge durch. Wunderbar, wie ich es liebe. Und das Ganze hat übrigens stattgefunden im Wyler Bad, respektive im Wyler Bädli. Das ist in Saarne, Kanton Obwalden. Schöne Location, direkt am See. Und auch ein schönes Wellnesshotel. Ja, da sehen wir jetzt einfach ein paar Bilder. Ich gehe noch kurz eins zurück. Also ein paar Bilder vom Shooting, wo wir da gerade sehen. Ja, also Simon hat da, Steffi, Entschuldigung, Steffi hat da wunderbar können posieren. Sie hat das recht gut im Griff gehabt. Obwohl das jetzt nicht eine Voraussetzung ist, damit ich eine Hochzeit komme, fotografieren. Ja, und dann ist das Mami reingekommen. Man sieht da am Gesichtsausdruck, das Mami ist hin und weg gewesen, weil, ja, das ist natürlich ein schöner Moment für eine Mutter, wenn man seine Tochter das erste Mal so sieht. Die Coiffeuse war auch da. Zusätzlich eine gute Freundin von der Braut hat dann noch den letzten Schliff gemacht bei der Frisur. Und dann bin ich nachher runtergegangen zu der Trauungslocation selber, wo eben dann direkt am See war. Da war eben dann der Bräutigam, hat den Gäste schon empfangen. Und das Ganze, da sehen wir nachher, das war eigentlich auf einer Terrasse oben gewesen. Der Einzug war dann natürlich sehr, sehr speziell gewesen, weil Steffi ist dann nachher von ihrem Vater und von ihrem Ziehvater innebracht wurde, was ich sehr, sehr schön gefunden habe. Hat natürlich auch nicht jeder. Ja, der Simon ist dann natürlich verständlicherweise hin und weg gewesen, als er sie dann gesehen hat. Und so hat das Ganze nachher ausgesehen. Also wir hatten herrliches Wetter gehabt, wirklich top. Bewölkter Himmel für so eine freie, also so eine Aussentrauung. Eigentlich ideale Bedingungen. Das heisst, nicht zu hell, nicht zu dunkel, keine harten Schatten, schön weiche Farben, so wie ich es eigentlich ganz, ganz gerne habe. Und ja, die Trauung ist nachher also nicht in einer religiösen Form durchgeführt worden, sondern einfach eine Zeremonie, wo halt auch ein bisschen Geschichte erzählt worden ist von der Beziehung von ihnen zwei, wie sich das Ganze entwickelt hat, was für gemeinsame Interessen das sie haben. Sehr eine schöne, emotionale Sache gewesen. Und sie hat das auch gut gemacht. Jetzt zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar Bilder. Also sie haben sich dann auch gegenseitig ein Eheversprechen abgegeben, haben auch so sich das Ganze per Unterschrift bestätigt noch einmal. Und dann haben sie noch eine Kiste zusammengepackt, wo sie eigentlich all die guten Wünsche drin hatten. Ja, einen Ringtausch hat es natürlich auch gegeben, was halt zu einer Hochzeit auch dazugehört. Und da auf der rechten Seite sieht man noch die Band, die gerade am Hocken ist, wo dann halt zwischendurch auch noch ein paar Lieder gesungen hat. Und ja, dann sind wir dann da, also sind sie den Auszug gehabt und die Trauung, oder das Apéro ist dann nachher gerade einen Stock weiter unten gewesen. Wie ihr seht, es hat da verschiedene Arten von Fingerfood gegeben. Und dann haben die Leute auch gratuliert, wie sich das für eine Hochzeit gehört. Ich habe jetzt da nicht zu viele Bilder drin, sonst, ja, ist mir da ewig am Schauen. Dann, damit die Gäste auch ein bisschen etwas knabbern haben zwischendurch, wenn sie Lust auf Süßes haben, hat es eine Candybar gegeben. Das sehe ich immer mehr und mehr an den Hochzeiten, was eigentlich noch cool ist. Das Grossi hat auch nicht fehlen.
Und dann sind wir dann zum Fotoshooting durchgegangen. Und da haben wir jetzt nicht Unmengen von Zeit gehabt. Es hat natürlich aufgrund zeitlicher Verschiebungen und so weiter, ist dann eher ein bisschen knapp gewesen. Also wir hatten, glaube ich, so etwa 20 oder 30 Minuten gehabt. Sonst bin ich froh, wenn ich eine Stunde habe. Aber hey, wenn es nur 20 Minuten sind, dann sind es halt nur 20 Minuten. Und ja, angefangen haben wir mit dem Bräutigam und auch noch mit den Details fotografieren. Und nachher sind wir zu der Braut und wir haben dann nachher festgestellt, dass sie den Strauß gar nicht dabei hatte. Ja, so ist das halt. Und ja, da haben wir auch zusammen halt verschiedene Posen gemacht, verschiedene Bildausschnitte, Konstellationen, Blickwinkel, Situationen und so weiter. Und dann, also der Himmel ist ja da, man sieht es da auf diesen Bildern, ich gehe jetzt ein bisschen retour, sehr durchzogen gewesen. Und nachher, gegen Ende vom Shooting, hat er dann so ein bisschen aufgetan. Und das war eigentlich super cool gewesen, weil dann haben wir können da den dramatischen Hintergrund machen, den ich sehr, sehr gerne habe. Da habe ich noch einen zusätzlichen Blitz verwendet von der Seite, weil sonst hätte ich das nicht so hergebracht, dass das Brutpärli und der Himmel richtig belichtet sind. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich habe die Stimmung recht, recht cool gefunden und darum bin ich froh, dass wir das so durchführen können. Und dann sind wir zurück zu der Location. Da habe ich unterdessen dann noch Deko fotografiert, also das Tischgedeck und so. Weil das ist so etwas, das fällt einem nicht gross auf, wenn man es nicht halt bewusst geht, zu warnen. Was halt schon sehr speziell ist. Weil wenn es nicht rum wäre, würde man es merken. Und jetzt, wenn es rum ist, dann merkt man es halt nicht so gross. Und dann haben wir aber gleich noch ein paar wenige Fotos gemacht, damit wir den Strauß sicher noch haben. Und ja, der Abend durch hat es dann so ein paar Spiele gegeben. Gewisse Sachen sind dann eher besser geeignet zum Fotografieren als andere. Es hat ein paar sehr emotionale Momente gehabt, mit der Mami, mit der Schwester. Und dann sind wir dann auch noch zum Hochzeitstanz durch, natürlich. Und da ist noch ganz cool gewesen, da haben sie noch so Papierkonfetti gehabt. Papierherzli und das hat einen recht coolen Effekt gegeben für die Fotos. Also das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Und da seht ihr übrigens hinter dem Brutpärli, da, also wenn ihr so das Bild anschaut, dann da hinten, hinter dem Brutpärli ist noch so ein Lichtfleck. Das ist von einem Blitz, den ich aufgestellt habe, mit einer blauen Folie. Und so sehen wir da eigentlich nachher ziemlich gut. Also es gibt einen recht coolen Effekt. Und dann natürlich eines der Highlights an jeder Hochzeit ist das Dessertbuffet. Und das ist wie gewohnt recht gut und grosszügig gewesen. Und nachher haben wir da noch kurz 5 Minuten, bin ich dann noch kurz rausgegangen mit ihnen, weil wir haben so eine coole Lichtstimmung gehabt. Und haben gesagt, hey komm, wir gehen doch bitte ganz, ganz kurz raus. Ich will da einfach noch geschwind ein paar Fotos machen mit euch. Und so ist dann das rausgekommen. Also recht, recht schön. Dann ist dann noch die Hochzeitstorte gekommen, mit dem coolsten Wunderkerzli-Anzünder, den ich je erlebt habe. ja, bevor also es dann fertig ist, habe ich dann noch dringend genommen, habe die noch kurz so ein bisschen im Detail fotografiert. Und dann ist die Party losgegangen. Dann haben sie mal ein bisschen geschüttelt. Und dann ist noch so ein kleines Highlight gekommen, am Schluss. Das Brutpärli da, die zwei, das sind grosse FC Aarau-Fans. Und dann sind halt auch ein paar noch dort gewesen mit Bengalen, haben die angezündet und das hat eigentlich auch noch recht geile Bilder gegeben. Ja, das war das letzte Bild gewesen. Genau, das war so ein eine Übersicht über die Hochzeit. Wenn du noch ein bisschen mehr im Detail willst erfahren, kannst du das gerne im Text nachlesen. Ja, wenn du Fragen hast zu dieser Hochzeit, schreib mir gerne dazu, wenn ihr etwas gesehen hast, was dir gefällt und du willst wissen, ah, von wo haben sie das und so weiter. Gerne Bescheid geben. Und ja, sonst wünsche ich einen schönen Tag noch. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Servus.